Das neue Gartenjahr steht vor der Tür und wir begrüßen dieses Jahr mit viel Grün und vielen Blüten. Herzlich willkommen, liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde, zum letzten Video in diesem Jahr. Silvester und Neujahr sind das Thema. Was ist traditionell um diese Zeit? Die ersten Frühlingsboten kommen. Und die stehen da bei mir schon auf der Fensterbank. Das sind die duftenden Hyazinthen. Entweder in Erde gepflanzt oder, so wie es die Oma schon gemacht hat, am Glas gezogen. Da gibt es übrigens einen Trick, man braucht sie nicht unbedingt schon im September als Zwiebel auf das Glas setzen, dann im Keller vorkultivieren, da machen es dann die Wurzeln und dann erst in das Zimmer holen, sondern man kauft jetzt die Hyazinthen im Töpfchen, tut die Erde auswaschen und setzt sie dann auf diese Gläser. Da gibt es ganz alte Gläser oder neue Gläser, die nachgemacht sind. Auch eine typische Zwiebelblume, die Narzisse. Das ist Paper White, eine der ganz, ganz früh blühenden Narzissen. Wenn dann die Blüten sich öffnen, sind so kleine weiße Blüten, dann verströmen sie einen ungeheuren Duft. Aber natürlich die wichtigste Pflanze zu Neujahr und zu Silvester, das ist der Glücksklee. Oft ist diese Pflanze leider eine Wegwerfpflanze. Dabei kann man sie bis in den Sommer kultivieren und darüber hinaus, denn die blüht wunderbar. Rote Blüten oder gelbe Blüten, Oxalis tepei heißt sie botanisch. Wer sicher gehen will, dass etwas lange lebt und viel Glück bringt, der nimmt so einen kleinen Bubikopf, vielleicht noch irgendwie dekoriert, mit einem Glücksschwänchen oder einem Fliegenpilz oder einem Rauchfangkehrer. Oder man macht das Ganze ein bisschen asiatisch. Glücksbambus, auch eine Pflanze, die im asiatischen Raum immer rund um den Jahreswechsel geschenkt wird. Da werden solche Triebe zusammengebunden und je mehr zu treiben beginnen, desto schöner wird das kommende Jahr, desto mehr Glück bringt es. Da haben wir auch noch was. Was auch interessant ist, kommt auch aus dem asiatischen Raum und zwar mit Moos eingehüllte Wurzeln. Hier bei einer Hyazinthe und man sieht schon, wenn man die regelmäßig in Wasser taucht, dann öffnen sich auch die Blüten. Ganz traditionell sind solche Schalen mit Hyazinthen, mit den ersten Primeln. Auch das ist typisch fürs neue Jahr. Und je kühler sie stehen, desto länger blühen sie und desto länger wachsen sie. Und all das, was hier noch steht, vom Rauchfangkehrer über die Glücksschwänchen, lauter Symbole für ein glückliches und hoffentlich für alle gesundes neues Jahr. Das wünsche ich Ihnen. Ich hoffe, wir sehen uns im kommenden Jahr wieder. Alles Gute und viel Spaß beim Garteln, auch 2022.